Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Beyond Good and Evil in der 20th Anniversary Edition. Double H läuft gerade ein bisschen rum und erkundet die Gegend und Jade schaut etwas, etwas beschämt in die Ecke. Warum auch immer, was hat sie ausgefressen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part begonnen, das Schlachthaus hier zu infiltrieren. So richtig weit sind wir noch nicht bekommen. Ich war auch ein bisschen fähig unterwegs, was dieses Tor anging. Wir haben aber auf jeden Fall geschafft, durch das Tor durchzukommen und sind jetzt mit dem Hovercraft unterwegs Richtung, ja, richtig Schlachthaus und so. Da gehen wir nämlich einfach nur hier rein. Nehmen noch unseren Double H mit und dann, geht's schon ab in dem übelsten Tempo zum, weiß ich nicht, wie der nächste Bildschirm heißt, innere Gräben. Okay, dann lasst uns mal schauen, wo es dorthin geht. Das hatten wir schon fotografiert, ne? Genau, Anguilla Bifida. Und wir gehen mal nach rechts, schießen das Zeug erstmal ab. Na, hier auch ein Erz. Okay, hier kann man irgendwie rüberspringen. Das will ich jetzt aber noch nicht, weil ich will lieber mal gucken, was hier auf der anderen Seite noch lauert. Ach so, exakt das Gleiche. Gut. Hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass hier so viel Hovercraft-Action ist, wenn man dieses Schlachthaus möchte. Das finde ich ein bisschen, ja, unzugänglich. Aber gut, wir haben uns ja auch reingeschlichen. Das ist ja scheinbar nicht der normale Eingang. Wahrscheinlich eher der Bodendienstgang. Okay. Kann man jetzt hier... Okay, das sieht so aus, als könnte man dort irgendwas machen. Das erstmal hier kaputt. Ach nee, das brauchen wir scheinbar noch. Mal schnell hochhuschen. Husch, husch. Ach so, nee, das ist... Oder doch. Da könnte man jetzt andocken. Will ich aber noch nicht. Ich will erstmal gucken, was sich hier unten noch alles Schönes finden lässt. Hier ging es rechts lang, wo wir schon... Okay, da könnte ich mich aber jetzt schnell dran... vorbeisneaken. Oder passiert jetzt was, wenn ich... Okay, passiert das mal nicht. Verstehe jetzt nicht so richtig, was die Kisten... Oh, na, guck mal. Könnte ich jetzt die hier reinschieben? So, bam. Achso. Ah, wow, das war richtig dumm. Will ich eigentlich kaputt schießen. Das musste man nämlich mit dem machen. Wenn sie ordentlich, halbwegs ordentlich durch will. Und ich weiß es gar nicht, ob wir das sogar hier müssen. Das ist natürlich die Frage. Okay, hier gibt's scheinbar jetzt mehrere Wege. Okay, dann ist vielleicht doch der andere Weg erstmal der richtige, der falsche gewesen. Das war richtig dumm. Ja, wenn man natürlich auf... Oh mein Gott, wie bekloppt kann man eigentlich sein. Wenn man dann auch permanent auf Gas drückt, dann passiert natürlich... Passiert dann so etwas? So. Ah, nur aufpassen. Dann husche ich doch nochmal schnell dort hoch in der Hoffnung, dass das vielleicht der geheime Gang ist. Also irgendwas Optionalem führt. Aber da holen wir uns erstmal das hier. Ja. Hier vorne. Okay. Der Jade. Hier lang. Nach oben ab. Komm. Wahrscheinlich müssen wir am Ende einfach beides lang gehen. So, an beiden Wegen. So, steig mal aus. Gut, dann lasst uns mal in die 35 reingehen, Nordflügel. Okay, da gucken wir mal auf die Karte. Okay. Die Frage ist, wo wären wir rausgekommen, wenn wir den anderen Weg gegangen wären? Egal, ich würde sagen, wir gucken erstmal hier. Okay. Schön. Könnten wir jetzt mal speichern, einfach aus Prinzip. Gut, haben wir das erledigt. Oh, ich merke, es kündigt sich ein Nieser an. Aber wenn man ankündigt, kommt er ja meistens nicht. Hm. Ich spüre es. Hier verschwindet. Bis später, Double H. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Carson und Peter, Seite 824. Was sonst, ne? Okay. Es tut mir überhaupt nicht leid.
So, dann können wir jetzt hier rüber huschen. Ach so, jetzt muss ich nochmal. Ja. Ich hab schon verstanden. Wow. Ah, das ist gut, dass sie da nicht runterfallen kann, weil ansonsten wäre es jetzt schon aus mit uns gewesen. So, hol dir mal das Zeug. Ich will da immer mit Viereck draufschlagen, aber wir müssen treten. So, liebe Jade. Oh. Eher schlecht. Guck mal auf die Karte. Ich wollte mal gucken wegen... Ja, Tiere kommen hier auf in der Ecke nicht. Hat sich erledigt? Sehr gut. Was? Oh, wie praktisch, dass hier Nebel ist. Ein Glück. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das heißt eigentlich, solange ich hier im Nebel bin, kann mir doch eigentlich nichts passieren. Jetzt sollte man nicht unbedingt gehen. Jetzt auch nicht. Der Nebel ist weg? Nee, doch nicht. Okay, das ist ja eine richtig doofe Stelle. Ah, jetzt. Okay. Hallo, Controller-Meldung. Okay. Gut. Aha. Pech gehabt. Aha. Okay, gönnen wir uns. Dann einmal drüber. Da, was? Ich würde schon sagen, das macht ja Aua. Aber wir essen mal einen Stachkost. Nee, wir können mal uns... Muss ich zuerst den Strom unterbrechen. Hätte gern hier... Okay, wir müssen den Strom unterbrechen. Wie machen wir das? Indem wir erstmal hier reingehen. Ja, wahrscheinlich müssen wir wo unten noch irgendwas machen. Hier kann man echt nichts mehr machen. Haben wir was? Okay. Da können wir hier wahrscheinlich jetzt noch gar nichts machen, ha? Muss ich den Strom unterbrechen? Kann ich jetzt hier irgendwas mit unserer M-Disk machen? Okay. Das heißt jetzt, hier kann man wirklich noch nichts machen. Okay, das heißt eigentlich, dass ich laden kann, weil dann kann ich mir den Rückweg einfach sparen, oder? Da? Da vorne ging es auch noch lang. Wie wäre ich dahin gekommen? Ich könnte natürlich jetzt einfach mal... Nö, kann ich nicht. Nö, ging nicht. Schade. Ich dachte mal... Nee, dann lade ich das jetzt tatsächlich. Das ist, glaube ich, einfacher. So. Gucken wir mal, ob da auf der anderen Seite noch irgendwas ging, weil das habe ich gar nicht gesehen, dass man da irgendwo anders lang kann. So. Nee, ich will die manuelle Speicherung. Sehr gut. Gut, da gucken wir gleich mal. Okay, wo wäre das? Ach so, ja klar, hier können wir ja noch nicht lang, deswegen... Ja, das heißt, ich gehe jetzt wieder raus und bahne mir erstmal wieder den Weg durch diese ganzen Minen. Yay. Heute ist mit meinem Heuschnupfen definitiv besser. Das war gestern irgendwie ein bisschen extremer. Vorgestern. Nach dem Let's Play ging es dann übrigens, also auch ein bisschen weird. So, da sneaken wir uns nochmal an dem vorbei. Okay. Das ist kaputt immer noch. Das ist sehr schön hier. Ja, jetzt dich hier vorne noch. Nee, ich eigentlich... Machen wir es eben so. Das ist immer nicht so mega präzise, muss man mal so sagen, wie es ist. Okay, aber jetzt... Dann gehen wir erstmal in die 10, bitte. So, da können wir... Ah, das ist gar kein Speicherpunkt. Das ist was zum Kaufen. Konsum lieben wir. So, dann einmal Kababs. Nochmal Kababs. Dann so ein Dings. Reparatur-SOD. Und zweimal Starkos, bitte. Gut. Dann lasst uns mal weitergehen. Ich finde das immer süß. Das ist ja wirklich, du hast ja kleinere Gebiete und die kleinen
kleinen, sag mal hier, die Mini-Ladezeiten zwischen den Gebieten. Damit kann ich voll gut leben. Manche würde das wahrscheinlich stören. Ich würde sagen, ah, hier sind wir jetzt, aber nee, sind wir gar nicht. Also. Ah, praktisch. Danke. Sehr, sehr nett von dir. So, aber da wird ja gleich wieder zu Leben erwachen, oder? Also. Wisst schon, ne? Oha. Genau. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, sehr gut. Jetzt ist er komplett Fujikato. Sehr schön. Aber wir können jetzt hier ran und können mal schnell speichern. Noch nicht, aber gleich, weil sonst kommen wir nicht mehr raus. So, einmal speichern bitte. Dankeschön. Ja, Jade, ich würde sagen, Pech gehabt. Du bist jetzt voll in der Hand von Double H. Wenn der jetzt keinen Bock mehr auf dich hat, würde er dich einfach da drinnen jämmerlich sterben lassen. Aber der ist übelst nett und macht das und kloppt mit seiner Birne dagegen. Ist auch super, mit seinem Kopf gegen so einen Stromkasten knallen. Ganz tolle Idee, Double H. Ganz tolle Idee. So, hier hinten können wir nichts machen. Du könntest ja. Achso. Ich erkunde den Sektor dort drüben. Wir gehen parallel. Ja, machen wir gleich. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ich würde gerne mal ranzoomen mit L1. Okay, die Frage ist, was müssen wir als erstes machen? Ich würde sagen, wir machen erstmal das, okay? Gut. Aha, okay. Nein, 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 nein. Jade. Jetzt loslassen und weg dort. Danke dir. Ach so, ist eine Kiste. Kriechen. Schleichen, nenne ich es mal so. L1 drücken. Okay. Bleib mal unten. Müsste ja. Ich könnte ja. Kann ich eigentlich auch. Ja, es war super dumm. Ich sehe es ja ein. Ja, du kannst mich jetzt auch töten. Ist okay. Außer ich kann dich umkreisen. Geht das? Können wir das hinkriegen? Komm, töte mich einfach. Los, mache. Oh, sorry. I'm sorry. So. Ich wollte nämlich gucken, ob wir das schaffen. Ach man, bin ich bekloppt. Ja, hau mich weg. Kommen wir hier rein eigentlich? Nee, das geht nur, wenn wir das da drüben drauf drücken. Alles klar, ich hab schon verstanden. Wie galant sie auch immer wegfliegt. So. Und wenn der sich weggedreht hat, dann versuchen wir mal zu schießen. Ob ich das kriege. Ja, genau. Das wollte ich. So, dann will ich mich jetzt schnell draufdrücken. Ach, man kann die. Ach so, so einfach. Ich hätte die. Hätte die schon immer so ausschalten können? Ich dachte immer, man. Die kommen dann generell immer wieder zu Bewusstsein. Ach so, das mit Zeit. Ja, das ist ja eine tolle Erkenntnis. Na, gut zu wissen. Aber ich habe es ja bisher auch irgendwie geschafft. Interessant, interessant. Ah, guck mal, jetzt was. Was haben wir da? Okay, Boost, ja. Das wäre bei den Rennen wahrscheinlich ganz interessant gewesen, wenn ich es einfach benutzt hätte, was ich aber nicht getan habe. Und ich will noch mal gucken wegen Tieren. Nee, ist nix. Double H, wo bist du? Oh, was? Wie, wann, wo? Ich weiß ja nicht. Wenn jetzt. Von wo könnten die mich denn sehen? Der, oder? Ah, ne, da unten. Ach so. Ich habe gehört, dass sie auf eine Ladung mit Behältern warten. Wir sind auf der richtigen Spur. Na, das klingt doch gut. Finde ich gut. Ach, das, da meine Beine siehst du jetzt nicht. Alles klar. Okay. Das ist doch ein guter Moment, um zu schleichen.
Kann, sehen die mich? Nee. Mhm. Wie läufst du denn? Läufst du jetzt hier den großen Weg? Nee. Das heißt, ich könnte theoretisch auch irgendwann dir hinterher. Nee, jetzt wäre eher ungünstig. Als wenn du dich wegdrehst vielleicht. Ja. Perfekt. Nein, 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 nein. Hast du dich jetzt, hast du falsch gesehen. Voll falsch. Nee, wirklich nichts. Jetzt wäre ungünstig. Jetzt wäre immer noch ungünstig. Aber jetzt ist doof, weil... Nein. Scheiße. Nee, nee, hier ist niemand. Nein, 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 nein. Kotz. Ach, jetzt muss ich das jedes Mal... Jedes Mal neu einsammeln, wie langweilig, aber okay, dann machen wir das natürlich. Ja, ich weiß, jetzt meckert doch nicht gleich rum. Boah, das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber ich muss jetzt nicht nochmal mit ihm quatschen, oder? Angst ist, wenn ich das jetzt nicht mache. Ah ja, ja, dass er dann irgendwie sich nicht vom Fleck bewegt. Ja. Wow. Könnt ihr eigentlich? Nee, jetzt geht's natürlich nicht. Yeah. Oh Gott. Das geht jetzt gar nicht. Der Weg ist, den finde ich schwer. Vielleicht muss ich aber einfach nur noch ein bisschen länger warten. Das kann natürlich auch sein. Jetzt wird er mich sehen. Jetzt wäre eigentlich perfekt, oder? Ja, tatsächlich. So. Wenn der wieder dann nach hinten gerichtet ist und der wird an der Ecke rausgekommen ist, müsste es eigentlich gehen. Weil ich glaube nicht, dass der nach vorne, also nach links gerichtet sein darf. Der muss schon mit dem Rücken zu uns stehen, bestimmt. Genau, jetzt würde ich... Scheiße! Och Mann! Weil ich an den Rand gekommen bin. Sowas Beklopptes. Oh. Ich könnte schon wieder kotzen. Und bei sowas, das sind so Sachen, da habe ich dann, merke ich dann jetzt schon, oh, das alles nochmal zu machen. Ich werde dann so extrem ungeduldig. Ich will eigentlich am liebsten immer durchrennen. So wie zu einem Boss bei einem Souls-Spiel. Einfach durchrennen in der Hoffnung, dass sich niemand erwischt. Oh, aber immerhin sind wir schon weit gekommen. Ich weiß, wie ich es machen muss. Wir sind auf der richtigen Spur. Ja, ja. Müssen sie noch hinkriegen. Aller guten Dinge sind drei. Wie das, was auf dem Boden hier steht, aber vielleicht ist es auch ein Herz oder sowas. So, nee, das geht jetzt natürlich nicht. Aber wenn der sich wegdreht, können wir es machen. Genau. Schnell, Jade, schnell. Jetzt ist er ungünstig. Lalalala. Ach, so eine Vorspultaste, das wäre jetzt gut, würde ich definitiv nutzen. Wahrscheinlich immer an der falschen Stelle dann drücken. Was dann auch ein bisschen dumm wäre. Dann hätte mir die Aktion nämlich gar nichts gebracht. Ich muss eben aufpassen, dass ich dort nicht rankomme. Oder ich muss den tatsächlich dran treten. Unter Hoffnung, dass das nicht einen Alarm auslöst. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ach, in ihren Arsch siehst du jetzt nicht, oder was? Okay. Dass die auch keine Kamera hier haben, ist auch ein bisschen bescheuert, muss ich auch mal sagen. Ah, oh. Meine Güte. Okay, das ist eine Art... Fahrstuhl, also das ist ein Fahrstuhl, nicht eine Art. Okay. Was passiert, wenn ich das tue? Okay, dann könnte ich das runterfahren und mich drüber freuen. Okay, wir machen das jetzt mal. Ah. Okay. Okay. Ach, und wahrscheinlich können wir den irgendwie jetzt ziehen oder so. Ach so, nee. Komme ich einfach wieder hoch. Haha. Easy. Okay. Da wollen wir jetzt aber noch... Wollen wir da jetzt hin? Was passiert da? Wollen wir da mal gucken? Aber, oh, komm. Nein, jetzt kommen wir bestimmt nicht mehr runter. Oh, das war dumm jetzt. Ach, scheiße. Das wollte ich doch... Wollte gar nicht runter. Ach so.
Ich meine, ich wollte nicht hoch. Ich will wieder runter. Wo geht's hier lang? Ich bin verwirrt. Ach, ich wieder nicht durch. Okay, da ist zu. Oh, das ist eine Perle. Das ist eine Perle. Da will ich hin. Hier kann man was ausschalten. Ja, sehr gut. Ach so, ihr braucht... Guck mal, wir können aber jetzt hier aufschießen. Ne, ein Foto machen. Guck mal auf. Oh. Ah, das mit Spezialschlüssel. Also bringt uns noch nichts hier. Wir müssten mal was einsetzen, was wir aber nicht haben. Und das darum Spezialschlüssel. Also muss ich doch erstmal da drüben hoch. Oder hier lang? Ne, hier komme ich ja nicht lang. Kann ich irgendwas drücken? Gibt es hier irgendeine Taste? Eieieiei. Das ist, wirkt auf mich sehr kompliziert. Ist es wahrscheinlich gar nicht. Aber... Mann, schwert euch doch nicht gleich immer. Geh weg. So. Ja, na klar. Also wie bekloppt kann man eigentlich sein? Ja. Super. Wir huschen mal kurz runter, okay? Tschüss. Macht mal euer Ding da oben. Ich würde dann wieder hochkommen, wenn ihr euch beruhigt habt, ne? Ja, nee, nix. Ist komisch, ne? Sehen sie eine Person und dann... Nö, ist alles wieder in Ordnung. Die Person ist ja nicht mehr zu sehen. Also gibt's keine Gefahr mehr. Okay. Wie, wann soll ich hier laufen? Achso, da kommt jetzt um die Ecke. Hilfe. Kann man den abschießen? Das wäre wahrscheinlich ein guter Moment. Hin geht's auch noch lang. Da muss ich mal kurz mit der Karte gucken. Ja toll, jetzt stehe ich nämlich hier rum. Jetzt wird er mich nämlich sehen. Ich folge dem dann einfach. Dass sich das umdreht. Genau, jetzt könnte man dem folgen. Alles klar? Wir werden angegriffen. Nö. Halte die Augen offen. Bleib mal dort. Wir können jetzt einfach so tun, als wäre nichts. Dein Partner ist zwar tot, hat sich aufgelöst. Geil. Dumm kann man eigentlich sein. Ey, wirklich. Jetzt werde ich das gleiche mit dir machen. Ja, ich bin so bösartig. Nee, eigentlich seid ihr scheiße. Scheiße! Nein! Ich wusste nicht, dass hier noch einer kommt. Oh, großes Maul haben, ne? Und dann hier... Scheiße. Mit dir machen wir auch nur das Gleiche. Aha. Wir kommen. Geil, wie die wegfliegen. Und puff. Tschüssi, du warst echter Knaller. Moa. So. Ach so, das ist hier eine Wand, alles klar. Okay, jetzt sind wir hier drin. Oh, Perlenalarm. Hallo Perle, willkommen in unserem Team. Ja, haben wir mal schön zurückgeholt, ne? Okay, hier kann man gleich speichern. Finde ich super, mega geil. Und hier muss ich mal kurz gucken. Guck mal. Und wenn ich jetzt... Ach nee, da ging es ja nicht lang. Ich muss ja dort lang. Ach, ich bin bescheuert. Wir speichern erstmal. Erstmal speichern. Puh, ich schwitze schon wieder. Und es liegt nicht nur am Wetter draußen. Heute war es ja rein statistisch gesehen heißer. Aber bei uns war es relativ bedeckt. Und dann einfach am Nachmittag und windig. Da fand ich es nicht so heiß wie gestern, muss ich sagen. Okay. Ah. Und das bringt uns jetzt... Was? Nix. Kein Saft, cool. Also das war jetzt eigentlich nur freudig, dass du eine Perle bekommen hast. Also will ich mich jetzt nicht beschweren, ne? Oh gut. Dann ist das so. Nehmen wir dankend hin. Oder dankend an. Ach so, ja, das haben wir ja schon. Ja, da sind wir... Okay, ich muss noch mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Ich gehe. Tschüss.
Ach so, jetzt kommen wir hier. Nee. Nee. Ich bin verwirrt. Müssen wir jetzt einfach wieder ganz normal hoch? Oder wie läuft das jetzt? Ich versuche dem jetzt erstmal hinterher zu gehen und ihn auszuschalten. Mich kriegt er gar nicht mit, wenn ich so von der Seite komme. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Alles klar? Nee, alles gut. Alles klar hier unten. Nee, bleib mal schön dort. Voll okay. Und wie geht das jetzt aus? Müssen wir da irgendwas tun? Müssen wir den Kreislauf da hinten durchbrechen? Ich könnte ja mal kurz... Ganz entspannt. Bleib mal ganz entspannt hier. Wir machen das nochmal. Machen das nochmal aus. Ach, dann können wir die... Können die jetzt bestimmt mit... So, wir müssen erst mal warten, bis der Alarm aus ist. Dann können wir die bestimmt mitnehmen. So. Jetzt, guck mal. Dafür war das da. Ich bin so dumm. Ich habe es nicht gesehen. Hihihi. Nee, hoch bitte. Danke. Hätte mich jetzt auch gewundert, den ganzen Weg zurück. Das hätte in meinem... einfach jetzt keinen Sinn ergeben in meinem Kopf. Aber gut, in meinem Kopf machen manche Sachen keinen Sinn oder geben keinen Sinn. So, dann setzen wir das mal hier ein. Ah, da kriegst du jetzt keinen Stromschlag. Ach so, ja, klar. Ja, ich hätte jetzt die Strahlen einfach ausgeschaltet, aber wir kriechen einfach jetzt durch. Okay, alles klar. Okay. Ah, müssen wir uns das festhalten jetzt? Lass mal gucken, was hier so abgeht. Ist das was mit Festhalten? Nee, mach mal nicht, mach mal noch nicht. Mach mal noch nicht. Nein! Shawnee, nein! Nein, ich will das nicht! Nee? Scheiße, jetzt bin ich hier. Wir kommen wieder zurück, oder? Ja, gut. Ich wollte schon sagen, es muss doch jetzt hier Weg zurückgeben. Ich wollte erst mal gucken, wie noch... Ah, irgendwas ist, es ist was hier. Gib. Ah, ein Herzcontainer, sehr schön. Haben will. Yippie. Den krieg ich. So. Nun? Ja, jetzt kommen wir doch nicht zurück. Oh nein. Ah, da muss ich doch nochmal kurz den Autosave laden. Frage ist nur, welcher als der richtige ist. Das ist jetzt die Frage. Wir haben einen von 207. 205. Ich mache erstmal den hier. Mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt schon drüben gelandet bin mit der Kiste. Sehr schön. Da können wir nämlich erstmal gucken. Da gibt es ja diverse Stellen, wo wir... Gott, ich bin verwirrt. Ah. Nee. Hä? Nee, doch nicht A. Ah. Ich dachte, das war der eine Raum, wo wir uns getrennt hatten. Okay, was passiert, wenn man hier runter geht? Okay, da ist die Kiste schon da. Das ist sehr schön. Oh. Also, was zum... kannst du schon was... Ah, guck mal. Also das heißt, wir müssen hier scheinbar lang. Dann gehen wir nochmal hoch. Nee, wir wollen... Ach so. Oh, da müssen wir... Gehen nochmal kurz raus. Merken wir uns, 207 war die automatische Speicherung. Also war ich wahrscheinlich doch richtig auf dem ersten Weg mit der Kiste rüber. Genau, die nehmen wir. Da konnte man nämlich auch noch irgendwo durchkriechen geradeaus. Da will ich auch noch mal gucken. Warum so viele Wege? Ich mag es doch geradlinig. So, nochmal, weil es so schön ist. Gucken wir erstmal hier. Ach so, ach guckt mal. Ach nee, das... mehr wäre es jetzt gar nicht gewesen, ne? Also hier wären wir... Da kommen wir nicht zurück. Also machen wir das doch erstmal mit der Kiste, weil das mit der Kiste ist tatsächlich optional. Dann los, jetzt sind wir bereit. Ihr könnt. Danke. So.
Firma dankt. So, und dann gehen wir uns erstmal das Zeug holen. Gut. Das bitte. Dann Erz, Erz, Erz. Und dann noch die Sachen hier. Es ist einfach schön, wenn man nochmal das Gefühl hat, wir haben einen Herzcontainer gewonnen. Aber das ist doch was Feines. Gut, dann wieder zurück. Wie praktisch, dass man einfach auch den Laserstrahl dort mit so einer Taste ausschalten kann. Gut. Und dann gesellen wir uns mal wieder zu Double H. Die können wir nicht lang, da kann man auch nichts machen. So, und runter mit dir. Gut. Na. Also, kannst du schon was erkennen? Ah, okay. Negativ, nichts Belastendes passiert. Wir müssen einen Eingang in die Zentralhalle finden. Ich würde sagen, wir speichern hier mal. Die andere Seite werden wir schon irgendwie hoffentlich noch kommen, ansonsten heule ich. Ich möchte ja schon gerne eigentlich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das wäre schon so mein persönlicher Anspruch, weil es ist realistisch, dass man das schafft. Oh! Was machst du? Pass du mal bitte ein bisschen auf, Trottel. Okay, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob hier irgendwelche... Ne, kein Getier. Ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe, weil wenn ich hier jetzt in jeder Ecke... Was? Achtung! Ah, ja, nee, lass mal. Was, Art bereits fotografiert? So, so? Hab ich gar nicht gedacht. Was? Ja, sonst hätte es mir ja auch angezeigt, ne? Aber ich weiß nicht, ob es Gegner anzeigt oder nur Tiere. Achso, da muss man die mit dem Hammer machen. Ja, ja, okay, alles klar. Alles klar. So, weg mit euch. So, tschüss. Wir haben jetzt einen Carson und Peters. Ich raste aus, ey. So. Wie viele kommen denn hier noch? Meine Güte, man kann es jetzt auch ein bisschen übertreiben. Um Gottes Willen. Komm, ja, Sir, hallo? Was ist denn das, Sir und Lady? Hm, das passt jetzt irgendwie nicht so. Warte mal, also irgendwie checke ich hier gerade was nicht. Ach. Nee. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwas hier unter Strom setzen oder so. Okay. Und das hier. Können wir irgendwas machen? Mal gucken hier. Nö. Ja, das machst du mal lieber. Dann kann ich nämlich gleich hier hoch. Kannst du bitte nach oben? Danke. Genau, hau mal wieder mit deinem Kopf gegen Sicherungskasten. Och, Mann. Ja, genau, super. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Wir treffen uns später, ja, bla bla. Okay. Und schon wieder getrennt. Wie toll. Oh, ist wieder Geschleiche. Ich ahnte es. Hier war nix, ne? Okay, hier scheint... Ah! Auweia. Also auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wie machen wir das? Weil der scheint ja... Also die bewegen sich nicht, aber der kommt immer hin und her. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Einfach jetzt hier dann vorbeihuschen, wenn da dort üben. Schade, ich dachte, es klappt. Das sein können. Ja, also, ich könnte versuchen, den hier zu kicken und dann, aber dann kriegen die das ja mit, dann kommen die hinter und dann kann ich vielleicht vorne rumschleichen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, das werden wir mal ausprobieren. Dü-dü-dü-dü-dü. Oh, wenn die ein bisschen schneller laufen würden. So, jetzt komm schnell. Ach nee, das macht man. Am besten wäre es mit einer Disc gewesen. Ja, das war scheiße. Och, Mann.
Macht mich bitte schnell fertig, komm. Oh, ich renne hier einfach permanent rein. So. Gut. Dann nochmal, was schön war. Och, Mensch, geht gleich los hier am Anfang. Wo nicht wahr sein. Darf nicht rennen. Nutze mal gleich die Chance und trink was. Lecker abgestandenes Wasser ist immer noch das Beste. Wahrscheinlich wirklich mit einer M-Disc abschießen und dann hier vorne rum. Oh, da muss ich wieder viele Sachen im Kopf behalten. Okay. Das ist noch nicht. Scheiße, Mann. Ich verstehe das nicht. Wie soll ich das machen? Ach, jetzt bin ich schon wieder zu schnell gewesen. Oder man müsste... Aber wen sollte man... Man von den anderen abschießen? Gibt jetzt auch keinen Sinn. Macht schon hier am meisten Sinn. Da kann man sich irgendwo hoch. Ich habe es. Ich bin so dumm. Bin richtig dumm. Es ist super easy. Guckt mal. Einfach hier. So. Dann warten, bis der vorbeigeschlichen ist und dann um die Ecke. Gott, wie bekloppt kann man eigentlich sein, ey. So einfach kann es sein. Tada! Ja, jetzt übertreibt mal. Ich bin jetzt schon durch, jetzt braucht ihr auch nicht mehr gucken. Sagt doch, hättet ihr euch mal eine Sicherheitskamera angelegt? Dann geschafft. So. Dann einmal das hier und einmal speichern. Das beruhigt mich immer ein bisschen. Obwohl ich trotzdem Angst noch habe für einen ganz fiesen Speicherbug oder sowas. Das würde mich so abfacken. Da hätte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Verstehe nicht, Spiele mit nur einem Speicherslot, das ist mir irgendwie ein absolutes Rätsel. Oh. Ja, sorry, hab dich nicht gesehen, ich gehe schon wieder. Drehst du dich? Bleibst du die ganze Zeit umgedreht? Okay, dann werde ich dich mal abschießen mit einer M-Disc. Dreh dich mal. Hallo? Drehst du dich gar nicht? Dann schieße ich dich von hier ab, habe ich kein Problem mit. Alles total I.O. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Spezialschlüsselhammer. Jade beeilt dich. Super, danke. Tschüss. Dann... Oh, hier gibt's Zeug. Oh, aber nur Starkos. Ist okay. Dann stelle ich die auch gleich mal ein, dass wir die demnächst mal wieder verbrauchen. Oh, wir müssen uns noch das Zeug holen. Nee, wir müssen erstmal das Zeug holen, bevor es verschwindet. Wo auch immerhin die Mineralien verschwinden. Wahrscheinlich lösen die sich einfach... Luft aus. Jade, was machst du? Warum hast du dich gerade so in Deckung gegeben? Guck mal, was macht sie? Muss sie kacken? Wahrscheinlich muss sie einfach mal übelst aufs Klo. Gut. Dann ist hier irgendwas? Nochmal auf die Karte gucken wegen Tierchen und sowas? Ne, ich sehe nix. Dann tun wir gleich mal hier schießen. Aber schieß das mal, ohne überhaupt hier zu gucken, was man hier... Oh, tut mir nicht leid. Statt mal hier zu gucken, was man überhaupt machen muss, schießt man einfach mal drauf los. Na, wird schon passen. So, okay, da fassen wir jetzt erstmal nicht rein. Ah! Das ist wahrscheinlich was zum Fotografieren. Oh. Bestimmt beide abschießen, ha? Eindringling! Nee, stimmt nicht. Nee, das hast du falsch erkannt. Da ist kein Eindringling. Ich weiß gar nicht, was du hast. Geh sie durch. Tschüss. Nee, das hätte ich besser lösen müssen. Okay, jetzt muss ich mir das nochmal... So. Wo musste ich lang? Hier unten, ne? Nee, doch. Bin verwirrt. Muss ich unten da oben lang? Nee, wir mussten. Falsche Richtung. Dann gehen wir nochmal zurück. Ach so, das ist ja praktisch.
Kann man das jetzt bis in die Unendlichkeit machen? Es ist nicht so, dass ich es jetzt so mega nötig hätte. Oh. Tschüss. Da haben wir es ja doch nicht so eilig. So, muss ich mir das Zeug nochmal holen jetzt? Oh. Da gab es keinen automatischen Speicherpunkt. Das ist ja ein bisschen komisch. Ach, weil... weil die eben hier schon lauern sozusagen, ist die Jade schon in ab 8 Stellung. Ja, und wir müssen es jedes Mal machen, wenn wir verkacken. Deswegen geben wir uns beim nächsten Mal ganz viel Mühe. So. Fuck. So. Das kommt von da drüben. Nee, das hast du dir eingebildet. Du kannst sowieso nichts von dort hinten machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dreh dich um. Komm los, danke. Oh, tschüss. Aha. So. Und jetzt weiter. Manchmal gibt es ja gefühlt alle 5 Sekunden einen Speicherpunkt und hier dann aber übelst lange keinen. Muss übelst viel machen muss, ey. Jetzt so runtergefallen. Oh, sorry, not sorry. Ja, die Szene müsst ihr mir jetzt nicht nochmal zeigen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen am rummeckern. Das tut mir sehr leid. Nee, ich bleib mal noch. Bleib mal noch unten. Alles klar? Partner hat Probleme! Und jetzt? Kann ich später. Stimmt, kann ich später wegtreten. Ahahaha. Das klingt so bescheuert. Müssen wir was fotografieren? Oh ne, warte mal. Voll auf die Glocke, sehr gut. An Iris schicken. Ja. Hab schon wieder irgendwo ein Bild vergessen. Guck mal, das ist das zweite von dreien. Muss ich gleich mal hier auf die Etagen gucken. Ah ne, da kommt man noch nicht rein. Nee, das muss seine Richtigkeit haben. So. Jetzt setzen wir das Ding hier ein. Nee, wir setzen es da drüben ein. Genau, erstmal das Ding in den Schalter reindrücken. Das ist. Ach so, ja, das. Okay. Ich stelle mir das vor, wenn du irgendwo rein möchtest und dann drückst du einen Schalter, weil du denkst, die Tür geht auf und dann öffnet sich aber so eine Luke und du musst dort durchkriechen. Wie geil man da gucken würde, so, okay. Und man würde sich wie James Bond fühlen. Das wäre auch geil. Dann hier Tom Cruise Mission Impossible. Okay, und jetzt könnte ich es hier wieder anmachen. Ach nee, da komme ich jetzt rüber. Alles klar, aber verstanden. Dann in den Ostflügel zurück. Wo kommen wir da jetzt raus? Jetzt weiß ich wirklich, wo wir sind. Können wir doch gleich mal die Gelegenheit nutzen und speichern. So, da haben wir doch schon ein von drei Zielen erreicht. Das ist doch schön. So, aber was hat sich denn jetzt verändert, dass wir dort drüben an der anderen Stelle reinkommen oder weiterkommen? Okay. Hat sich überhaupt irgendwas verändert? Haben wir jetzt alles erledigt, ne? Das war ja oben drüber. Fern gibt's nicht. Vielleicht hätte ich irgendwo dort unten auch eine... so eine Sicherung mitnehmen müssen und ich habe es einfach nicht geschnallt. Müssen wir ja auch irgendwann noch hin. Stimmt. Das haben wir jetzt erledigt. Kommen wir hier lang? Nee. Okay. Ja, dann müssen wir erstmal wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, müssen wir dorthin, wo ich am Anfang der Folge war und nicht weiterkam? Ach, guck mal, ist neues Starkost nachgewachsen. Wer hat denn das befüllt? Konto identifiziert. Ist ja nicht schlecht. Okay. Nehme ich mit. Könnte man so über eine Starkost-Dosis geben. Aber wir können es so erstmal lassen. Ja, oder muss ich dorthin an der Stelle, wo ich in der letzten Folge nicht weiterkam? Das wäre auch eine gute Frage. Ach ja, Mann, ey. Ich bin so bescheuert. Ich krieg's hier einfach nicht geschissen. Das macht doch... Wie sehr kann man hier immer hängen bleiben? So, jetzt aber. So.
Dann muss man hier das Teil irgendwie für irgendein Torpedo nutzen. Aber wofür denn? Was sollen wir denn? Guck mal. Geht's ja auch nach oben. Oder? Nee. 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 Doch? Nee. Warum gibt's das? Was soll das? Warum ist hier ein Schlammberg? Okay, gibt's hier noch irgendein Getier? Nee. Ha. Ha. Nee, dort kamen wir nicht weiter. Weil. Dort kamen wir nicht weiter. Da müssen. Nee, da kommen wir bestimmt. Kommen wir bestimmt später irgendwie hin. Ich spüre das. Weil wir da bestimmt noch irgendeinen Strom unterbrechen müssen wieder. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nützt uns das was? Nö. Gut, dann also hier nach oben und in der Hoffnung, dass wir jetzt, dass ich jetzt doch irgendwie den richtigen Weg finde. Aber was hätte ich dort machen sollen? Hm. Naja, wir schauen einfach nochmal nach. Sie hat jetzt auch nicht ewig gedauert. Das ist immer noch zu. Da hat sich auch nichts dran geändert. Wir können jetzt hier nochmal speichern. Und für den Fall der Fälle, dass sich dort sich immer noch nichts getan hat, dann ist die Folge eben erstmal beendet und ich versuch's dann beim nächsten Mal rauszufinden. Aber da ist bestimmt noch irgendwo so eine Sicherung, Zelle oder wie auch immer sich das nennt, die ich mitnehmen muss. So, erstmal hier durchsneaken. Wir treffen uns später wieder. Jupp, jupp, jupp. So machen wir's. Manchmal muss man das Team auflösen. Ach nö. Ach wirklich jetzt, komm. Oh, das könnte jetzt. Ja. Gefährlich werden. Räuber uns. Ja, sorry. Ups. Das war sehr dumm. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja, bitte um Erlaubnis zu säubern. Zu säubern, aufzulösen. Manchmal muss man das Team auflösen. Carson und Peter, Seite 824. So. Machen wir jetzt erstmal den hier weg. Hahaha. Tut mir fast ein bisschen leid, aber nur fast. So. Muss mich eigentlich jetzt gar nicht bücken. Ja. Ich habe gestern wieder den DLC von und vorgestern auch von Final Fantasy 16 weitergespielt. Der gefällt mir ganz gut, aber meine PlayStation hat schon wieder das alte Problem, dass die sich bei diesem Spiel, vor allem in Szenen, wo gar nichts passiert, nicht mal so eine richtig animierte Szene, sondern die man so, wo man den Text wegdrücken kann, da hängt die sich, da überhitzt die so extrem, ohne Vorwarnung, dass die sich nicht mehr unterkühlen lässt. Das ist so ätzend. Das habe ich nur bei diesem Spiel. Oh! Ja, dumm. Ja, ja, ich war jetzt ein bisschen vorschnell. Also ich habe schon manchmal bei bestimmten Spielen so Überhitzungsprobleme gehabt, aber dann konnte ich das mal kurz rausgehen, sozusagen, ins PlayStation-Menü. Und dann war wieder gut. Aber dort, wie gesagt, hat sich gestern kurz hochgefahren und dann aus. Da dachte ich mir so, wow, super, in der bekloppten Szene, ey, echt mal. Naja, mal gucken. Aber es ist auch recht warm gerade, da ist die sowieso mal ein bisschen anfällig, aber wenn ich da mal ein Let's Play machen will, mache ich dann alle 5 Minuten die PlayStation aus, oder was? Wieder aufpassen. Jetzt wäre ungünstig. Jetzt auch. Jetzt aber. So. Scheiße. Ey, ich hab's durchgeschafft. Und dann hat mich das Scheißteil noch angegriffen. Ey, sowas Beklopptes, ey. Wir müssen auf unseren Peters hier, auf unseren Double H mal noch aufpassen. Der ist nämlich auch kurz vor tot. Ich könnte jetzt auch überlegen, ob man... Wow, das war sehr gewagt von mir. So. Wie habe ich denn das vorhin gemacht, dass mir nichts passiert ist? Warte, warte. Dö. Noch zweimal, dann dürfen wir... So, einmal. So. Ich drücke wahrscheinlich nochmal kurz. Genau, jetzt nicht. Geh dich weg. Genau, so hat man es gemacht. So. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ach, guck
Nee. Nee. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach, hier. Oh. Ey. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Na, ich wusste das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht, dass man da dran treten kann. Gut. Wir haben das Problem gelöst. Wir hätten vorhin hier lang gekonnt, aber egal. Es ist ja auch egal. So, ich glaube, dass auf dem Weg Wandertiere. Nee, aber eine Perle. Was? Oh mein Gott. Wir machen das hier drüben. Das wollen wir auf jeden Fall. Nee. Dich hier. Hau hier rein. Bist du schon kaputt? Gehst du kaputt? Ja, sehr schön. Und jetzt wollen wir dich hier drüben. Ja, komm, verpiss dich. Hier. Stromschlag, bitteschön. Naja, ich weiß, ich bin total nett. Jetzt haben wir hier drin Carbabs und Starkos. Sehr schön. Ja, wir nehmen jetzt mal einen Starkos. Okay, eins gönnen wir dir. Eins darfst du snacken. Wie schmeckt das eigentlich? Wie schmeckt so ein Starkos? Schmeckt das so wie Tacos oder... Okay, da geht's rein. Oh. Wir müssen aber, glaube ich, eher... anders lang. Oh Gott. Oh mein Gott. wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wow. Schnell. Also nicht zu schnell. Wir schaffen das. Hey, du schaffst das. Wunderbar. Du bist genial. Oh, ein Herzcontainer. Toll, dass wir gerade den Starkus benutzt haben. Jetzt wird sie nämlich aufgeladen. Toll. Perfekt. Na gut. Akzeptieren wir das. Man kann dir sterben. Nein. Okay. Schaffen wir das? Oh, egal, egal. Wir haben es geschafft. Ich lebe hier ganz schön. Sagt man es auf, ach, keine Ahnung, mir fällt es gerade nicht ein. Warte mal, wenn ich runter... Nee. Nee, nach oben. Da ist die Jade. Sieht's aus mit... Okay, kommt man früher oder später rein? Shuttles ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Wo auch immer hin. Oh Gott. Es hört einfach nicht auf. Ich kann es ja verstehen. Gut. Wie mache ich das jetzt? Das? Oh. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, aber egal. Erstmal Perle nehmen. So. Falscher Alarm! Naja. Naja. Jetzt. Ja, das war auch richtig dumm. Es ist natürlich... Oh no, oh no. Ich weiß es eben nicht so richtig, was... welche Strategie jetzt gut ist. Nee, das war dumm. Oh, das ist übelst schwer. Könnt ihr jetzt... Alles klar. Nein! Ach, schade. Ich dachte, ich kann nicht so schnell dort reinsneaken, dass ich so Stück für Stück alle ausschalte. Ah, so richtig scheint das aber nicht zu funktionieren. Ist die Folge jetzt auch nicht so mega in die... Ach so. Ja, na klar. Die jetzt Stück für Stück hierher locken. Kann mich aus dem Staub machen. Das ist das Blöde. Ach Mann. Oh, die treffen aber auch überall, die Schweine. Alles klar. Nützt mir jetzt aber auch nichts. Thank you.
Was sagt denn jetzt eigentlich die Karte? Wenn ich jetzt hier mal ranzoome und auf den Decoder gehe, ist das... Ja, sind wir eigentlich gleich bei einem Speicherpunkt. Dazu müsste ich jetzt aber rausfinden, wie das geht. Und das habe ich irgendwie noch nicht so richtig geschnallt. Ich hab da was. Wie komme ich denn dort rein? Das sind so viele. Ich weiß, es ist doch... Kann ich das machen? Ich kann das nicht. Heul, heul, heul. So, ich guck mir das nochmal hier drüben an. Oh Mann, sie übertreibt's doch mal, Niklai. So, der kommt hierher. So, du kommst jetzt hierher, dann drehst du dich um. Alles klar. Oh, es ist doch eine Scheiße, ey. Och, Mann. Jetzt kommen bestimmt die Stellen, wo ich so schlecht werde im Schleichen. Das tut mir schon wieder leid, dass ich so rumjammer. Darf auch nicht so energisch hier reinrennen. Tschüssi. Ja, bla bla. Ach, lass mich lieber töten, weil das geht, glaube ich, schneller. So, und jetzt kümmert der sich um den. Das ist ja erstmal ganz nett. Jetzt ist er wieder heile, heile. Das dauert ja eine Weile. Ich könnte zumindest in der Zeit mal die anderen beobachten. Töte uns mal, also mich, also dich. So, und dann könnte ich nämlich in der Zeit mal gucken. Was hier drüben. Ich wollte doch noch mal gucken. Wisst ihr was? Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich, glaube ich, jetzt an der Stelle ausmache, weil ich glaube, sonst bin ich einfach mega frustriert und ich starte das nächste Mal einfach total fresh und optimistisch in den nächsten Part und kriege das wahrscheinlich beim ersten Mal dann sofort hin. Wir werden es sehen. Ich habe zwar jetzt keinen manuellen Speicherpunkt hier, aber es gibt ja Autospeicherung, deswegen brauche ich mir hier eigentlich hoffentlich nicht so viel Sorgen machen. Dann, ihr Lieben, ihr seht, ne, Jadison hat 8 Stellung, wir kriegen das hin, sie guckt doch ganz schön miesepetrig, ja, wir haben, denke ich mal, einen guten Teil des Schlachthauses geschafft. 1 von 3 Fotos haben wir schon gemacht. Yay! Und bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Otherside. Tschüss!